und herzlich willkommen zurück zur Formel 1 hier in der Game Pass Liga. Wir sind in der Niederlande heute unterwegs, 50% Rennen. Und ja, wir schauen mal ganz kurz noch auf die Tabelle, bevor es losgeht. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus, Platz 4 mit 43 Punkten. Ja, nach vorne zu schauen wird ein bisschen schwierig. Die Red Bulls und Ollie McLaren, die sind halt schon stark. Nach hinten wird es auch noch gefährlich. Overkill im Ferrari mit 42 Punkten. Rinkaschi 39 im Williams. Dann kommt Stoffmann, der schon aber ein bisschen weg. Aber ja, okay, hat er auch zum Beispiel mal im P3, wenn es mich raushaut. Ja, dann ist er halt schon vorbei. Aber ja, das werden wir sehen, wie alles heute läuft. Und ja, wir sind 14 Fahrer, wenn ich richtig gezählt habe. Und wir starten mal den ersten Versuch im Qualifying. So, es geht in die letzte Kurve hinein. Gar nicht so gut genommen. Muss ich nochmal so ein bisschen korrigieren. Oder ist das die letzte Kurve? Das sind so zwei Kurven in ein. Dann geht's auf die Gerade und ja, wir starten eine Hot Lap und schauen mal, wo wir landen. So, mein Teamkollege ist heute auch mal wieder dabei. Er ist ja letztens nicht so krass aktiv gewesen. Wobei, letztens Japan war er auch dabei. Ah, die Kurve, ich weiß nicht. Die fahre ich manchmal ein bisschen blöd an. Ja, wird auch generell eigentlich interessant hier, weil man sieht es eigentlich schon ein bisschen. Die Strecke ist sehr kurvig, aber auch gefühlsmäßig eigentlich auch übelst eng. Und da wird es natürlich ein bisschen knifflig zu überholen. Wir haben zwei DRS-Zonen, da geht es natürlich schon. Die erste kommt hier gleich. Da haben wir hier diese Linkskurve, die auch noch ein bisschen so lang gezogen ist. Und dann halt noch auf der Zielgeraden, aber ansonsten hat man eigentlich kaum Möglichkeiten zu überholen. Also in den Kurven selber finde ich, boah, weiß nicht, sehr halt eng halt alles. Das ist halt das Interessante dabei. Jetzt schauen wir mal. Nein, also die zählt sogar noch. Jetzt nicht mehr, okay. Alles klar. Ja, die wäre jetzt auch nicht perfekt gewesen, aber ja, lieber setze ich eine Runde, wo ich nochmal, keine Ahnung, eine halbe Sekunde nochmal oben drauf setzen kann oder so. Wie ich gar keine Runde habe. Jetzt muss ich natürlich schauen im zweiten, dritten Versuch, dass es natürlich klappt. Bisschen blöd, da in der letzten Kurve ein bisschen rausgekommen. So, wir starten gleich nochmal einen Versuch. Eigentlich mache ich gerne so zwei Versuche, dass ich quasi, ja, jetzt nicht ganz am Anfang, aber so in der Mitte einen Versuch starte, dann eine Zeit setze und dann gegen Ende meine Zeit verbessere. Dadurch, dass ich jetzt aber keine Zeit gesetzt habe, ja, muss ich natürlich jetzt direkt nachlegen. Derzeit Platz 15, weil halt keine Zeit. Ich dachte, wir sind 14 Fahrer. Okay, dann sind wir 15 sogar. Vielleicht ist noch einer reingejoint, gerade vorher noch, während ein Quali. So, vor mir sind noch zwei. Es waren noch ein paar mehr unterwegs, aber da sind zum Glück ein paar in die Box gegangen. Wobei, wenn die keine Fehler machen, sollte das für mich eigentlich auch kein Problem sein. So, vor allem eine Zeit hat es für mich sogar gezählt. Das ist natürlich auch interessant. Oh, und ich habe keine ERS reingemacht. Okay, das heißt, wir müssen eh nochmal eine zweite Runde fahren. Jetzt habe ich es ERS nicht angedrückt. Ich Trottel. Ich komme aber trotzdem an die beiden hier ran. Okay, doch interessant. Okay. Weiß nicht, jetzt ERS reinmachen, eine Runde zu machen, dann habe ich aber kaum mehr Benzin. Mal hier geht die Zeit halt runter, aber da hatte ich ja den Rutscher. Komm an, wir machen ERS an. Und legen eine hinterher. Guck mal, 1,5 Runden. Dann haben wir relativ wenig Benzin dabei. Aber also zumindest mal dann vor die Inlap, aber das sollte mal egal sein. Oh, jetzt kommt hier ein Cookie, der hat gerade ein bisschen Probleme. Da ist auch noch ein bisschen KI. Jetzt nicht mehr. Okay. Wäre einmal weg da. Was sind wir dann? P10 derzeit. Okay. Man muss natürlich noch sagen, das war auch noch ohne ERS. Weil ich bis jetzt eigentlich auch noch ein bisschen erster Sektor Rotkarte, das ist natürlich auch nicht so gut. Hier wird es dann kurz immer mal wieder ein bisschen grün.
Jetzt hat es natürlich... Rinkashi ausgeschieden. Ist schon irgendwas passiert. Ich weiß auch gar nicht, welche Platzierung er derzeit hat. Also entweder war das jetzt eine schlechte Runde. Aber es bringt halt gar nichts. Jetzt hier natürlich schon ein bisschen, aber in den ersten beiden Sektoren eigentlich doch so gefühlt gar nicht. Okay, P7 hinter meinem Teamkollegen. Ist natürlich die Frage, jetzt in die Box fahren und vielleicht nochmal einen Versuch wagen, sollte zeittechnisch eigentlich reichen. Hoffen wir mal. So, wir haben noch gute 40 Sekunden Zeit. Vor uns ist, glaube ich, ein Alpine. Aber das ist ein bisschen weiter weg. Und er fährt in die Box rein. Das heißt, wir haben komplett freie Fahrt. Ja, es ist an. Erste Kurve schon mal gut reingefahren. Ja, vielleicht ist nicht gut, aber besser als meine Bestzeit. Sagen wir es so. Das nenne ich dann gut. Andere Leute würden es vielleicht nochmal besser machen. Wie die Zeit hier hochgeht. Okay, Mercedes steht links an der Seite. DJ ballert die schnellste Zeit raus. Wer sonst? Plate auf 5. Sehe ich gerade. Okay. Wäre schon in den Top 4, also PJ auf 1. Die anderen drei dann? Das ist ein bisschen die Frage. Ja, guck mal, eine halbe Sekunde. Haben wir schon ganz schön Zeit liegen lassen. Jetzt nur nicht verkacken, Fuzzi. Haben wir hier in die letzte Kurve schön rein. Dann können wir hier nochmal 7 Zehntel verbessern. Von Platz 7 auf die 5. Okay. Hätte mir mehr erhofft. Cyber Olli vor mir. Platz 2. Wer ist Platz 2? Overkill. Alter, der hat noch eine Runde raus. Okay, heftig. So, wir schauen mal auf die Tabelle. Es sind ja noch ein paar gefahren. Wir sind P5 vor uns. Cyber im Ferrari, Olli im McLaren, Overkill im Ferrari. Der McLaren hier im Ferrari Sandwich, PJ im Red Bull und Blade sogar hinter mir. Okay. Aber nur knapp, man muss auch sagen, sehr knapp, sehr, sehr knapp, okay. Ja, und dann hoffen wir mal, dass alles gut läuft beim Start. Perfekt geparkt, das wird dir einen Vorteil verschaffen, wenn du gut wegkommst. Ja, dafür muss ich aber gut wegkommen. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Bereite dich aufs Kuppeln vor. So, wir starten auf den harten. Es ist ziemlich durchgemischt, hart, medium. Wobei hier, wenn man jetzt links oben in die Tabelle reinschaut, alle hart um mich rum. Okay. Aber ich glaube, der eine Ferrari, der vorne hat, also Overkill, startet auf medium. So, und los geht der große Preis von den Niederlanden. Oh, Cyber, nicht so gut weggekommen. Olli auch nicht so gut. Obwohl, jetzt zieht er weg. Okay, erste Kurve. Gatti, was machst du? Du kennst das Bremsen. Ich krieg eine Verwarnung? Okay. Alles klar. Weiß nicht wieso, aber er ist mir hinten reingefahren und naja, egal. Und wir haben eine gelbe Flagge irgendwo hinter uns. Für Splate jetzt auch richtig nah dran. Ich hatte den gar nicht so im Blick, habe eher nach vorne geschaut. Alter, war er gerade rechts ein bisschen neben mir? Müssen ein bisschen schauen. Predicte so ein bisschen auf den Safety Car. Wegen meinem Benzin. Ich habe mit 0,0 gestartet. Wir schauen mal. Ich glaube, ich kann Blade aber nicht lange halten. Ich glaube, ich kann den Red Bull nicht lange hinter mir halten. Weil wir hatten halt so knappe Zeiten im Qualifying, also kann ich nicht mal sagen, dass es eine schlechte Strecke für ihn ist. Halt, was waren es? 200stel oder so langsamer war? Das war die Streckengrenze? Okay. Ja, toll, jetzt kann ich es eh vergessen. Ah, verdammt, dieser Rutscher.
So, hinter mir. Schon mit dem Gerti los, mit meinem Teamkollegen. Was sei, dass er ganz hinten ist? Ist er gedreht oder so? Junge, da ist er einmal dabei. Dann macht er so einen Rotz oder wie? Plötzlich ist er weg. Oh, müssen wir halt ein bisschen schauen. Ein bisschen an Blade dranbleiben, dass er uns ein bisschen ziehen kann mit DRS, aber oh, er fährt, klappt schon gefühlt langsam ein bisschen weg. Ist nicht so extrem, aber eine halbe Sekunde ist halt schon. Dann kriegt er auch von vorne. Oh ja, knapp, aber er müsste auch DRS von Cyber bekommen. Ist natürlich auch nicht so gut. Hinter mir, ja, muss ich auch noch gucken, dass ich über eine Sekunde bleibe. Dass nicht von hinten noch die nächsten angreifen. Vor allem Rinkashi halt auch noch auf Medium. Hier unterwegs mit den weicheren Reifen. Das wird dann natürlich auch ein bisschen übel. Du kannst jetzt das DRS verwenden. Ja, dann. Ja, jetzt leider noch nicht. Dann müssen wir noch ein bisschen warten, ja, bis in den zweiten Sektor rein. Und da müssen wir halt auch hoffen, dass wir nah genug dranbleiben. Ich weiß gar nicht, wie ich so einschätzen soll, die Strecke. Also es ist jetzt keine Lieblingsstrecke, aber es ist halt auch keine Hassstrecke. Denn hier muss ich ein bisschen schauen auf den Körper und so. Oh, ich habe gerade viel zu früh eingelenkt. Uiuiui. Da steht gleich die Sekunde. Ne, da steht sie sogar schon. Oh, ist eine Runde früher. Oh, ist mich wieder drunter. Wo war? Oh, nein, das. Doch, sogar. Okay, ich habe gerade gar nicht unten geschaut. Ich habe nochmal auf der Karte geschaut, wo dann die Detection Zone ist fürs DRS. Gerade so aber noch bekommen, ey, weil es ja gerade immer so bei 900 und einer Sekunde immer so hin und her geschwankt hat. Aber jetzt schaffe ich's. Nee, oder? Ich glaube, diesmal hat es nicht gereicht. Schon wieder so hin und her geschwankt. Ah, das ist halt weg. Aber das Gute auch, hinter mir Rinkashi ist halt fast 2 Sekunden weg. Das heißt, nach hinten sieht es bis jetzt mal nicht so aus, als ich Probleme hätte. Nach vorne will ich jetzt nicht von Problemen reden, aber ja. Kann halt auch nicht so mega mithalten. Das Problem aber ist halt, Cyber ist vorne, Overkill ist vorne. Die beiden Ferraris. Cyber ist noch. Ja, der ist gerade punktetechnisch noch ein bisschen weiter weg, aber Overkill ist halt 1 Punkt hinter mir. Und der fährt. Boah, immer noch auf Platz 2. Sieht man auf der Karte. Sogar relativ am Red Bull dran, an PJ. Fährt er nur mit 90% Power oder? Oder ist Overkill so stark? Hier in den Niederlanden. Das ist die große Frage. Wobei bis jetzt die Red Bulls sich gar nicht so krass absetzen. Ja? Also klar, okay. Plate auf der 5. Ja, man muss noch ein bisschen was tun. Aber hinter mir entsteht langsam eine Lücke. Also nicht jetzt unbedingt Rinkashi, aber da nach Rinkashi dann. Da sind noch ein paar Lücken. Dann kommt Wurschtbrot, dann kommt ein Alpha Tauri. Und dann kommt nochmal eine größere Lücke. Aber ansonsten sieht es jetzt eigentlich sehr solide aus. Leider. Beide haben jetzt so 2,5 Sekunden. Ja. Sehr solides Rennen hier bis jetzt. In den ersten 5 Runden. Aber blöd, dass ich nach vorne jetzt noch nicht so krasse Chancen habe. Da muss ich mir überlegen, Blade und Cyber auf den harten wechseln halt auch auf Medium. Und die anderen drei da vorne, weiß ich nicht, ob die auf hart oder auf Medium gestartet sind. Das könnte halt vielleicht noch ein Vorteil werden, wenn die vor mir, also Platz 1 bis 3, auf dem Medium fahren. Aber Overkill ist doch auf Medium gestartet. Hat man doch beim Start gesehen. Ja, vielleicht kommt noch. Vielleicht passiert noch was. Ja, bin ich mal gespannt.
So, ein paar Runden sind vergangen und ja, langsam sieht man, wir sind in der 14. Runde. Overkill verliert derzeit ganz schön an Speed. Kann natürlich auch an den Reifen liegen. Der Medium sollte ja so langsam an sein Ende kommen. Die Harten laufen eigentlich noch ganz gut. Halten ganz gut und ja, jetzt kriegt er, glaube ich, langsam ein bisschen Probleme. Er fällt immer weiter zurück. Hier, die zwei Ferraris sind auch schön aneinander. Ah, nicht, Upsi, ist ja hier Foggy im Aston Martin. Ich dachte gerade, ich habe Salber eben in der Tabelle gesehen und dann dachte ich mir gerade so ein bisschen so, okay. Innenkorb auch nicht so gut. So, jetzt bekomme ich auch sogar noch DRS wegen Foggy. Sehr nice. Dankeschön. Er kriegt auch DRS, okay. Er kriegt auch DRS von Overkill. Okay, die waren ja zu einem Zeitpunkt auch nah aneinander. Ja, aber so langsam soll er doch, glaub mal, auch hier in die Box reingehen. Nicht schon knapp eine Sekunde dran, aber okay, hat jetzt auf der Geraden natürlich noch DRS. Das hat natürlich auch ein bisschen geholfen. Er hatte keins. Oh, ich weiß gar nicht, ob er im zweiten Sektor DRS hatte. Eben wegen den Überrundeten. Das kann ich jetzt so. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Oh, ein Cookie, der rausgeflogen ist. Okay, alles klar. Ich wollte mich. Es tut mir echt leid. Es tut mir echt leid, Leute. Aber ich wollte mich fast schon freuen, weil ich so einen roten Punkt gesehen habe. Und dachte mir so: Oh, Cyber? Hallöchen! Platz 5. Aber ja, war leider Cookie. So, meine Reifen. Guck mal, meine Reifen sind halt schon bei 50% so langsam. Will ich gar nicht wissen, wie die Mediums von Overkill aussehen. Auch sehr interessant. Also zum Beispiel mal hier von Platz 4 bis 8 hat noch keiner eine Zeitstrafe. Auch übel. Und wir hatten noch keinen Safety Car und mein Benzin ist so ganz leicht im Minus. Ja, ich sag mal so bei 0,2 Runden. Das kann natürlich zum Ende des Rennens, wenn es weitergeht, natürlich auch noch interessant werden. Wenn kein Safety Car kommt, müssen wir noch gucken. Bisschen Lift and Coast ein bisschen mehr betreiben, aber derzeit will ich eigentlich ja ein bisschen gucken, dass sie noch nach vorne kommen. Nach hinten sieht es eigentlich jetzt auch mit Rinkashi ganz gut aus. 11 Sekunden, 11,5. Aber Overkill ist halt in der gleichen Pace. Plate hat es auf P3 geschafft. Ist jetzt hinter dem McLaren und natürlich noch hinter PJ. Aber in umgekehrter Reihenfolge. Ja, aber irgendwie hält er sich jetzt wieder, der Overkill. Sind die Reifen wieder besser geworden? EAS von ihm blinkt. Okay, ich glaube, der hat ein bisschen gepusht natürlich. Ja, und jetzt geht er in die Box rein. Schade. Schade, schade. Also, ja, okay. Klar, muss er halt. Wobei, eigentlich. Ich habe gesagt, ob das ein bisschen früh war, aber eigentlich hätte es geklappt, oder? 16 Runden Medium, 20 Runden Hard. So in die Richtung müsste die Strategie sein. So, und jetzt haben wir. Zwei Red Bulls, McLaren und nochmal ein Ferrari da vorne. Die sind aber halt auch noch ein Stückchen weg, hey. Das Einzige, was mir jetzt so ein bisschen geholfen hat, ist die Reifentaktik. Wobei wir natürlich schauen müssen, wenn wir selber in Box reingehen, ob wir vor oder hinter Overkill rauskommen. Das wird natürlich sehr interessant. Aber da haben wir ja noch 3-4 Ründchen zum Drehen. So, 18 Sekunden auf Overkill. Wir gehen jetzt in die Box rein. Ja, da müssen wir mal schauen. Oh, bloß keine Zeitstrafe kassieren. Ja, auf Nummer sicher. Vor allem hier, Alter, Niederlande. Einfach auf 60, nicht mal auf 80. Großartiger Boxenstopp. Die Zeit war besser, als wir dachten. So, oh, Overkill kommt auf die Zielgerade. Jetzt kommt dann noch die Kurve. Benzin muss ich auch noch achten. 0,34. Oh, 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 oh.
Ah, es reicht nicht. Okay, auch noch so ein bisschen gegen die Bande gefahren. Aber, also das gegen die Bande fahren, also das war jetzt nicht der große Fehler. Hätte wohl eh nicht gereicht. Aber wir haben jetzt die besseren Reifen. Herr Ferrari-Fahrer, der unbedingt hinter mir sein muss. Weil uns trennt ein Punkt. Und wenn er vor mir ist, dann wird er mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch punktetechnisch vor mir landen. Wie düsten der schon wieder weg hier? Okay, ich habe noch hier die Einfahrrunde. Ich brauche jetzt hier die Runde, um die Reifen ein bisschen auf Temperatur zu bekommen. Und dann, ja, nächste Runde. Also die kommende Runde oder halt die übernächste Runde soll es dann so langsam hier krachen. Cyber auch in der Box, aber der war... ich bin noch Schluck auf. Der war weit genug weg. Ja, das heißt, so wie das derzeit aussieht, P5 möglich. Oder müssen wir so anstreben? Klar, es kann noch ein Unfall oder irgendwas passieren, aber... Ja, P5 sollte heute schon möglich sein. Und klar, wir sind ja hier kämpfen gegen Overkill. Das kommt natürlich dazu, aber wir haben halt eigentlich, ja, wir haben die besseren Reifen. Reifen sollten einigermaßen halten. Klar, in den letzten Runden muss man dann schauen, aber jetzt mal angenommen, ich überhole den in den nächsten 5 Runden. Dann habe ich nochmal so 5, 6, 7 gute Runden mit den Reifen, wo ich ein bisschen wegfahren kann. Und dann in den letzten 3, 4 Runden kann er gerne wieder ein bisschen aufholen. So ist mal die Wunschvorstellung, die ganz grobe. Mit den Sektoren hier auch alles grün. Sieht ja auch schon mal gut aus. Und ich soll noch ein bisschen Benzin sparen, Leute. Kommt ja auch noch dazu. Schnellste Runde! Okay. Hatte ich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm. Vor allem, mir hat es ja immer grün angezeigt. Alles. Okay, crazy. Fuzzy on fire. Ja, und dann kommt der Gerti und klaut sie mir wegen 8000... Wegen 8000stel, oder? Habe ich schon richtig gesehen. 504 hatte der, oder? Der Sackgesicht. Guck mal, wo der rumfährt da hinten. Alter. Was für ein Mongo, hey. Alter, tut mir leid, das ist so gegen meinen Teamkollegen. Oh, ein Rutscher. Der ist rauspushen. Alter, Alter. Da regt man sich gerade auf, hey. Fährt eine schöne Runde. Macht hier die schnellste Runde. Also es wäre vermutlich auch nicht die schnellste Runde geblieben. PJ haut mal einfach hier noch eine halbe Sekunde oben drauf. Ja. Oh. Und Cyber geht unter die 14. Gibt's ja gar. Was ist jetzt los? Die haben sich alle angegriffen gefühlt von mir. Plötzlich hauen sie alle hier die Bestzeit noch raus. Gibt's ja gar nicht. So, jetzt muss ich ja den Overkill hinter mir halten. Und am besten noch ein bisschen wegfahren, damit er keinen DRS bekommt. Weil Reifenvorteil habe ich. Aber durchs DRS, ja, weiß nicht, ob das sich einigermaßen ausgleicht. Ja, guck mal, bald 7/10 weg. Das reicht aber leider noch nicht. Da holen sie sich alle die schnellste Runde, hä? So, wir haben noch 13 Runden. Cyber 2,3 Sekunden. Es fällt gerade so ein bisschen. Obwohl er die schnellste Runde rausgehauen hat. Der ist nicht auf dem Medium gestartet. Nee, der war auch auf harten. Aber wieso ist er so langsam? 13,8 PJ, ja, das lässt er nicht auf sich setzen. Blade! Was geht jetzt ab? Okay. Blade hat wohl langsam seine Pace gefunden. Was ist mit Cyber los? Ich habe auch nochmal eine neue Rundzeit gemacht hier.
Aber ja, das sind fehlen glaube ich 3 Zehntel. Was ist jetzt die schnellste Runde? 13,8? Irgendwie so in die Richtung? Weiß gar nicht mehr, es sind so viele Zahlen hier aufgetaucht die ganze Zeit. So, und da vorne kommt wieder ein wildes Foggy. Das ist leider ein bisschen zu früh. Ah. Also kann er nicht einen Ticken schneller fahren, dass ich DRS bekomme. Damit ich auf Cyber ein bisschen aufholen kann. Oh, aber Overkill. Oh, ne. Okay, Foggy hat sich rausgedreht. Wollte schon sagen, Overkill bekommt DRS. Aber, ne. Hat nicht so geklappt. Foggy will, dass es hier zwischen mir und den beiden Ferraris spannend bleibt. Er schenkt keinem das DRS. Jetzt hat er wieder die 2 Sekunden. Könnte noch interessant werden. Also P5 will ich gerne halten. Aber ich nehme natürlich auch gerne P4. Wenn die Möglichkeiten hier bestehen. Muss halt noch ein bisschen aufpassen. Ich darf auch nicht zu viel riskieren, weil hinter mir Overkill mit 1,5 Sekunden. Dann Platz 7, ja, mit fast 22 Sekunden. Und auch noch Reifennachteil. Rinkashi? Nicht auf Hard gestartet? Nee, der war auf Medium. Wollte schon sagen, 25 Runden auf Hard ist ganz schön hart. Ne, der war auf Medium gestartet. Der hatte, glaube ich, auch den Reifenvorteil am Anfang. Na, Cyber hat sich, glaube ich, wieder ein bisschen gefangen. Auch wenn es nicht viel ist, aber er fährt ein bisschen weg. Und Overkill bleibt bei den 1,5 Sekunden. Das ist mir eigentlich auch noch nicht so... nicht so schön. Dass er noch so nah dran ist. Wie gesagt, ein kleiner Fehler und der ist halt wieder in der DRS-Reichweite. Und ich muss noch Benzin sparen. 0,4 Runden im Minus. Wie soll ich denn das schaffen, Leute? Wie soll ich das machen? Ja, viel passiert ist in letzter Zeit eigentlich nicht mehr. Cyber ist ein bisschen weggefahren. Ich muss ein bisschen auf Benzin achten, aber ich krieg's nicht runter. Overkill ist immer noch bei der 1,6. Ich hatte den mal zwischenzeitlich auch auf 2 Sekunden oder mal ein bisschen weiter. Ich habe jetzt auch ein bisschen ERS wieder gesammelt. Schnellste Runde immer noch bei Blade und wir kommen jetzt gleich in die letzte Runde. Boah, was mache ich mit meinem Benzin? Boah, ich werde halt nachher in den geringen Treibstoff reinkommen. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Das wird problematisch. 6 Sekunden nach hinten habe ich Zeit, Platz, wie auch immer. Es kam halt kein Safety Car. Ich dachte, es dreht sich vielleicht einer raus. Die Banden hier sind teilweise auch gar nicht so weit weg. Aber es gab, ich glaube schon so hier und da mal einen Dreher, aber es gab keinen Ausfall. Wir sind immer noch 15 Fahrer. Alle noch mit von der Partie. Das hätte ich mir so nicht gedacht, hey. Aber ja, ich weiß nicht, ich mache halt schon wieder denselben Fehler. Singapur ist doch 100% Sicherheit für Safety Car. Und da kam auch keins. Die Leute trinken es langsam hier mit dem Fahren. Ich weiß nicht, ob es großartige Berührungen gab im Rennen selber. Dreher gab es schon hier und da mal einen, aber jetzt nicht so schlimm. Olli! Wie ist denn der nach vorne gekommen? Und ich habe geringer Treibstoff. 5? Was? Er hat eine 5. Oh. Oh, Peach, bist du mies. Ich glaube, er hat ihn nach vorne gelassen. Weil er die 5 Sekunden hatte. Ey, jetzt war ich gerade verwirrt, hey. Was für ein Sackgesicht muss das hier sein, ey. Hat er den wohl nach vorne gelassen, weil er die Strafe hat? Und Blade ist auch noch vorne, okay. Ja, aber das kann natürlich Teamplay sein. Hier sieht man, oh, Platz 12 und Platz 13 haben noch Strafen, aber die anderen dann gar nicht. Mein Teamkollege auf 8. Oh, jetzt kriegt Gerti noch. Oh, Gerti. Hier in der letzten Runde macht er noch eine Zeitstrafe.
Fahrer des Tages, Blade, okay. Hat ein paar Plätze gut gemacht. Was habe ich gemacht? Ich glaube, zwei Plätze. Aber er war halt hinter mir und dann ist schon noch. Okay, er ist schon erster geworden. Aber ich denke, auch nur mit Hilfe von PJ, weil er vielleicht einen Fahrer gelassen hat. Unterstelle ich ihm jetzt einfach mal so. Und Olli, es kam halt einfach die Einblendung, dass er gewonnen hat. Das ist jetzt Platz 3. Ja, wegen der 5-Sekunden-Strafe, mies. Dann sollte er halt auch nicht in der Box rasen, gell? Also ich vermute, ich denke mal, so hat er sie bekommen. So, wir sind P5. Schnellste Runde, 6/10 weg, ja, okay. Overkill hinter uns. Nicht weit hinter uns, aber hinter uns. Und Kashi auch, das ist natürlich sehr gut. Cyber, okay, Cyber holt ein bisschen auf. Die anderen drei, ja, die sind eh ein bisschen schwieriger. Ja, da würde ich mal sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Es ist eigentlich gar nicht viel passiert. Aber doch ein gutes Race, vor allem gegen Overkill. Und ja, bis zum nächsten Part. Wiederschauen und reingehauen.